Wir glauben, alle zu wissen, was Informationen sind. Aber erst die Informationstheorie enthüllt den wahren Charakter einer Information. Sie zeigt uns, wie sie möglichst zusammengepackt und fehlerfrei vermittelt werden kann. Von der Informationstheorie haben wir vielleicht alltäglich wenig gehört. Dabei haben wir tagtäglich andauernd mit ihr zu tun. Sei es unser Smartphone oder die Barcodes an der Kasse, die gescannt werden, unsere Kreditkarten, eine Nummer, die wir wählen oder Daten und Prozesse, an denen wir arbeiten. All diesen Sachen liegen Informationen als Grundlage. Definieren wir zunächst Information ganz klassisch. Information ist Wissen, das über einen Informationskanal vom Absender an den Empfänger vermittelt wird. So die trockene theoretische Definition. Die Information kann dabei die Form von Signalen oder Codes annehmen. Der Informationskanal ist in der Regel ein Medium, wie ein Rechner, ein Codescanner oder unser Smartphone. Prinzipiell ist die Information eine Teilmenge des Wissens. Je mehr Informationen wir haben, desto mehr wissen wir. Der spannende Aspekt ist, dass Information erst generiert wird, wenn Wissen von A nach B übertragen wird, vom Sender zum Empfänger. Das heißt, Information ist Wissen in Aktion, eine sich bewegende Teilmenge des Wissens. Nun zurück zur Informationstheorie. Die Ursprünge der Informationstheorie gehen auf die Arbeiten von Claude Shannon zurück, einem brillanten, jungen amerikanischen Ingenieur, der in den 1940er Jahren eine präzise mathematische Theorie der Information herleitete. Die grundlegende Einheit der Information wird differenziert zwischen wahr oder falsch. Diese unterschiedlichen Zustände werden zusammengefasst als ein Bit. Bit wiederum kann die Werte 0 und 1 annehmen. Anhand dieser Kodierung eines Bits, also anhand der Aussage, ob etwas wahr oder falsch ist, kodiert in Nullen und Einsen, wollte Shannon erreichen, Informationen so schnell wie möglich sicher zu versenden. Die Ergebnisse seiner Überlegungen führten zu den sogenannten Kompressionsalgorithmen. Diese sorgen dafür, dass wir ganze Spielfilme auf DVDs oder ins Internet hochladen können. Die Theorie Shannons hat auch sogenannte Fehlerkorrekturcodes hervorgebracht, die dafür sorgen, dass ein Barcode, der in den Staaten gescannt wird, hier in Deutschland zum Beispiel verrechnet wird. Auch wenn sie nur auf zerknitterten Chipstüten sind. Die Informationstheorie erlaubt es uns also, gesehene Bilder, Töne, eine menschliche Stimme oder Zahlen in einen Code von Nullen und Einsen zu übertragen. Diese Codes wiederum sind leichter zu speichern, zu versenden oder zu kopieren. Wir alle verlassen uns auf Informationen. Die Informationstheorie zeigt uns, wie wir Zugriff auf diese Informationen haben können, sie speichern können und auf sie vertrauen können. Versucht mal innezuhalten und zu realisieren, wie abhängig die Wahrheit, die wir um uns herum erleben, abhängig ist von den gespeicherten Informationen. Die Informationstheorie mag als Spielerei von Mathematikern oder Ingenieuren begonnen haben, doch ihr Einfluss ist mittlerweile unumstritten. Sie hat weitreichende Konsequenzen für unser Leben, für unsere Sicht auf den Planeten und auf das Universum. Forscher haben herausgefunden, dass die DNA nach demselben Prinzip funktioniert, wie es die Informationstheorie vorschreibt. Genauso werden die Funktionsweisen unserer Gene sichergestellt. Theoretische Physiker haben Verbindungen hergestellt zwischen schwarzen Löchern, der Informationstheorie und den fundamentalen Gesetzen der Physik. Scheinbar ist die Konstruktion von allem, was wir wahrnehmen, um uns herum und in uns, ein Code von Nullen und Einsen.